Ja, die Basis verspielt ihre Chancen auf 56% Stück für Stück, weil sie den Selbsterkenntnisprozess verweigert. Wo sind wir Lobbyisten wider Willen? Ich habe schon beim Corona-Ausschuss bei Dr. Füllmich und Viviane Fischer schon so einiges so angekitzelt, wo man hätte dann nachfragen können, so nach dem Motto, ja, könnte es denn sein, dass ich selbst auch voll bin von vorteilbringenden Irrtümern und wie ist es mit den vorteilbringenden Irrtümern meiner Juristensparte und so weiter? Oder wie ist es voll mit den vorteilbringenden Irrtümern der Körperfeindlichkeit und so weiter? Aber leider, das ist eben der Punkt. Die Basis verliert ihre Chancen Stück für Stück. Bei der Landtagswahl Baden-Württemberg, wenn man da so, also wenn man da vor rechtzeitig voll auf das Konzept der Next Scientists for Future eingestiegen wäre, hätte man da 5% kriegen können. Und jetzt hätte man bei der Bundestagswahl wahrscheinlich schon mitregieren können. Aber das ist natürlich jetzt alles weg, weil eben sie die Basis sich offensichtlich vor dem Selbsterkenntnisprozess scheut. Denn wie funktioniert unsere Welt? Ja, sozusagen, wir müssen bei jeder Neupartei müssen wir doch aufpassen, wo sind wir Lobbyisten wider Willen, voll von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten der Gesellschaft. Und jetzt haben sich dann bei der Basis, ja, zum Beispiel, wenn wir das als die Sparten sehen, dann haben wir hier die Anthroposophensparten, anthroposophische Heilkunde, Heilpraktiker, Sparten, wir haben hier anthroposophische Pädagogen und so weiter. Und die alle tragen vorteilbringende Irrtümer im Kopf und sind Lobbyisten wider Willen, sofern es ihnen nicht bewusst ist, dass sie Propaganda für den Geldbeutel ihrer Sparten machen, sozusagen. Und was die aber bräuchten, wäre der Selbsterkenntnisprozess. Ja, hoppla. Ich glaube ja, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel der Selbsterkenntnisprozess müsste es bedeuten, warum habe ich mit diesem Satz solche Probleme? Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten Erde. Ja, warum habe ich, also die müssten sich eigentlich fragen, und bevor ich das mache, hier erst nochmal hier unten rechts am rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen und sofort Mitglied bei die Basis werden und den Antrag stellen, endlich die Next Scientists for Future zu nutzen, falls überhaupt noch was zu retten ist. Ich weiß nämlich nicht, ob das Ende der Partei nicht schon längst feststeht, weil sie ihre Chancen verpasst hat, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ob es schon zu spät ist, weiß ich nicht, ne? Warum ist dieser einfache Satz, Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten Erde? Warum tun die sich damit so schwer? Weil sie nicht merken, dass sie Lobbyisten wider Willen sind. Weil sie nicht merken, dass sie sozusagen ein leistungsloses Einkommen für anthroposophische Heiler, Anthroposophen, für anthroposophische Pädagogen und so weiter, gerne ein leistungsloses Einkommen auf Kosten der Restgesellschaft, der anderen Sparten und der Menschen, die keiner Sparte angehören, dass sie sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben, die eben dazu führen, dass man selber profitiert auf Kosten der Gesellschaft. Und dadurch, dass dieses Selbsterkenntnis fehlt, also Selbsterkenntnis, wo ist sie denn? Ja, müsste dann hier sein. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Ja, und darüber müssten die Parteimitglieder jetzt ständig von den Next Scientists for Future müssten sie ständig konfrontiert werden mit diesem Punkt. Hoppla, Leute, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit dem Satz, Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem der Erde, weil ihr eben euch gern sozusagen vorteilbringende Irrtümer im Kopf habt,
wegen derer ist es ja gar nicht nötig ist, weil ja ihr Anthroposophen sozusagen sowieso so gut Menschen seid, dass ihr niemals was, dass sich bei euch niemals was Schädliches gegen den Rest der Gesellschaft evoluieren würde. Und wer braucht dann eine Leistungsmessung und eine Stiftung Warentestisierung? Wo ist das nochmal? Hier zum Beispiel jetzt, wer braucht dann, also Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne Stiftung Warentestisierung. Ja, also wieso, warum sollen wir Anthroposophen, die wir doch irgendwie sowieso jegliche Leistungsmessung ablehnen, wieso sollen wir jetzt eine Politik wollen, wo wir auf unsere Leistung hingemessen werden, wie jeder andere in Zukunft auch. Ja, eben der Grund ist eben genau der, weil sonst eben jede Sparte anfängt, weil sich dann in der Evolution jeder Sparte vorteilbringende Irrtümer evoluieren, die dazu führen, dass der Rest der Gesellschaft geschädigt wird und die Sparte profitiert. Und das geschieht nicht bewusst. Und erst wenn man sich dieses Prozesses bewusst ist, dann kann man erst sozusagen ja letztendlich aussteigen aus dem Lobbyist wider Willen sein, ja? Und dieser Prozess fehlte. Und ich mach's mal, weil es immer einfacher ist, an anderen diesen Selbsterkenntnisprozess erst einmal zu verstehen. Ich nehme mal hier, das wären jetzt die Sparten Tabakindustrie, Alkoholindustrie, Zuckerindustrie. Und die haben einen zentralen vorteilbringenden Irrtum, nämlich dass Freiheit für ihre Produkte und die sozusagen natürlich gut ist, denn das ist ja, die haben einen kleinen Denkfehler drin, also der vorteilbringende Irrtum ist sozusagen, ist, Probleme sehe ich nicht, weil ich die Wirkung einer Industrie auf die Erzeugung und Produktion und Ausbreitung von vorteilbringenden Irrtümern, die Kunden erzeugen, nicht erkenne. Also das erkläre ich jetzt mal einfach, diesen komplizierten Satz. Also, Alkohol, Zuckerindustrie hat dann natürlich eine ihr sympathische Lehre gefunden, die den Neoliberalismus zum Beispiel in Form von Dr. Markus Krall, ja, weil der ist für diese Freiheit, der hat auch diesen Bildungsmangel in seiner wissenschaftlichen Ausbildung, den Bildungsmangel und sieht nicht den Mechanismus, nämlich dass die Tabakindustrie, Alkohol- und Zuckerindustrie alleine nicht so wahnsinnig gefährlich wäre. Gefährlich wird sie erst über ihre Werbepartner. Hier haben wir also die Medien, die Sparte der Medien und Journalisten. Und das macht es erst so gefährlich, ja? Denn die geben jetzt Werbemilliarden, nicht nur an die Neoliberalen oder an die Atlas-Initiative und so weiter von Dr. Markus Krall oder vielleicht auch an die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die wahrscheinlich auch hoch neoliberal sein dürfte. Und die geben jetzt Werbemilliarden hier rein. Und der Witz ist, dass sie die Tabakindustrie selber nicht erkennt, deswegen ist es ein vorteilbringender Irrtum. Der vorteilbringende Irrtum heißt, wir sehen dann hier keine negativen Folgekonsequenzen. Dabei sind die negativen Folgekonsequenzen, dass hier sich eine Evolution bildet, dass die Journalisten, die sozusagen eine Unterdrückung, also die zum Beispiel gegen Sexualität, gegen Körperkontakt, gegen Zärtlichkeit wettern, die also sozusagen so nach dem Motto, wann immer es einen Vorwand gibt, warum Sexualität schlecht sein soll,
genau das berichten und genau entsprechende Spielfilme drehen, in denen also auch die Sexualität letztendlich von, die Moral von der Geschichte, die Sexualität verteufelt und das Liebesleben oder ein freies Liebesleben verteufelt und so weiter. Und die Frauen als Schlampen beschimpft, wenn sie ein bisschen mehr Sex haben und so weiter. Und die Folge davon ist, dass die nicht die Werbespots den größten Schaden anrichten, sondern das Programm den größten Schaden anrichtet, die Menschen verklemmt macht und aufgrund der Verklemmtheit kaufen sie mehr Alkohol, Zigaretten, Alkohol, Tabak und Zuckerprodukte und dadurch profitiert diese Industrie und dann gibt sie wieder noch mehr Werbemilliarden in die Sparte der Medien sozusagen. Und dort läuft die Evolution immer weiter. Das heißt, dass immer mehr gegen Körperkontakt gewettert wird und dann kaufen die Leute wieder mehr Tabak, Alkohol und Zucker. Und wenn man das versteht, dass also hier auch diese Journalisten, Lobbyisten wider Willen sind, auch die Filme, die Spielfilmmacher, die Soap-Opera-Hersteller, dass das alles Lobbyisten wider Willen sind, wenn man diesen Evolutionsprozess nicht versteht, dann versteht man nicht, wie gefährlich es ist, wenn man keine positiven Anreize hat. Ja? Denn nur über positive Anreize, das heißt, nur wenn die Journalisten, die Mediensparten und die Zucker-Alkohol-Tabaksparten gleichermaßen ausschließlich dann positive Anreize, Belohnungen, Verdienstzuschüsse und andere Dinge bekommen in Zukunft, wenn mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit gesteigert wurde, in Kontakt mit den Produkten dieser Industrie, dann erst hört das Problem auf. Dann hört es auch auf, dass hier die Journalisten sozusagen körperfeindliche Programminhalte senden, ja, sondern die werden körperkontaktfreundliche Programminhalte senden, denn die werden ja auch, ihre Verdienstzuschüsse sind ja dann auch davon abhängig, wie wohl sich die Menschen fühlen, also von den Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten der Wählerinnen abhängig, ihrer Kunden abhängig. Und dann bewegt sich alles hin zum Guten. Und wer das nicht verstanden hat, wem also dieses fehlt und wem dann auch die Fähigkeit fehlt, das auf sich selber und den eigenen Selbsterkenntnisprozess zu übertragen, der hat dann Probleme mit dem Satz, Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten Erde. Und weil sozusagen er versteht nicht, dass es zwingend nötig ist, dass jeder, auch damit ich selber, den Rahmen einer Stiftung Warentestisierung bekommen muss, damit wir alle aufhören, endlich Lobbyisten wider Willen zu sein und die Welt mit vorteilbringenden Irrtümern zu infizieren und zu überschütten und so weiter. Ja? Und von daher, so, und dann noch ein paar Kurznachrichten durch sozusagen durch das Impfgeschäft sind angeblich neue Milliardäre entstanden, ja. Da fällt es den Mitgliedern von die Basis leicht, da irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer bei den Impfindustrien zu vermuten oder zu befürchten, ja. Aber bei sich selber, Selbsterkenntnis heißt auch bei sich selber vor der eigenen Tür zu kehren und zu gucken, wo bin ich Lobbyist wider Willen. Ja. Und jetzt hier noch ganz kurz, und wir haben noch mal ein bisschen da wir das ja auch jetzt verstehen als Vorlesung unserer Mini-Universität, ja,
haben wir nochmal hier aufgelistet. Ja, deswegen, also Selbsterkenntnis, die freie Argumentekultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuchs ist die einzige Chance für die Menschheit, damit es da zu Selbsterkenntnis kommt, nämlich zu dem Neuen, dass man erkennt, ich als Mensch von heute bin ein Lobbyist wider Willen, mit einem Lobbyist wider Willen Weltbild, randvoll mit vorteilbringenden Irrtümern. Ja, und dann, deswegen müssen wir alle studieren, neue, echt, naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, kurz VWL, inklusive evolutionsbiologische Politikwissenschaft, korrigierte und komplettierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie. Und wir müssen studieren Neopsychobiologie, Neoevolutionspsychologie, Neobiopsychologie, Neoevolutionsmedizin, Neoernährungspsychiatrie, ja? Und mit zum Beispiel solchen Teilinhalten wie der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik, mit der Weltrettungsformel VIs aussterben lassen durch PAs, also vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, und die VIA, die vorteilbringende Irrtümer-Abbautechnik bzw. Therapie als Psychotherapie der Zukunft und die Ausweitung des Stiftung-Warentest-Prinzips auf alle und alles, die Stiftung-Warentestisierung der Welt. Also das ist eben genau der Punkt, das fehlt den Leuten. Die Basis verspielt alles, weil sie eben quasi letztendlich für ihre Sparten Lobbyisten wider Willen sind und eben keine Leistungsmessung wollen. Dabei ist das unsere einzige Rettungschance, ja, dass überall vorteilbringende Irrtümer zum Aussterben gebracht werden müssen, zum Beispiel bei der Impfindustrie, bei der Pharmaindustrie und so weiter, aber eben auch bei der Anthroposophenindustrie. Also bei allen Sparten der Gesellschaft müssen wir doch, und das ist der Selbsterkenntnisweg, dass wir auch bei der eigenen Sparte die Leistungsmessung, die Stiftung Warentestisierung brauchen, damit wir alle aufhören, uns gegenseitig kaputt zu schädigen. Ja? Also, tschüssi, bis bald. Also, nee, vielleicht nochmal der letzte Satz hier. Ja, deswegen, bitte, liebe Basismitglieder, verspielen Sie nicht weiter Ihre Chancen. Nur mit der Nutzung der Next Scientist for Future haben Sie ein Potenzial von 56%. Tschüssi, bis bald.